Wie kann man die Gesellschaft hier mitnehmen? Wie kann man politische Institutionen so reformieren, dass sie Dialog zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ermöglichen? Die hat dazu beigetragen, dass eine Versicherheitlichung stattgefunden hat, weil man immer mehr in Militärkooperation, Antiterrorismus investiert hat. Das ist sicherlich sehr wichtig und auch die Reform der malischen Armee ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Beziehungen, also die zivil-militärischen Beziehungen nicht zu vernachlässigen und sich um politische Reformen zu bemühen. Wir beobachten in Mali eine sehr ähnliche Situation wie im Jahr 2012, als der damalige Präsident gestürzt wurde, auch vom Militär, in einer sehr ähnlichen Konstellation. Die Bevölkerung ist auf die Straße gegangen, hat sich eingesetzt gegen den Präsidenten, der als korrupt galt, fand die Regierung korrupt und hat sich eingesetzt für bessere Lebensbedingungen und vor allem auch für mehr Sicherheit, weil damals 2012 immer mehr Gewalt im Norden des Landes stattfand und die Bevölkerung die Sicherheit oder mehr Sicherheit durch den Staat eingefordert hat. Neu und anders an der jetzigen Situation sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, der Coup findet statt, während mehrere ausländische Friedensmissionen und Trainingseinheiten der Europäischen Union, von Frankreich im Land sind. Es ist eine regionale Allianz zwischen den Regionalmächten, Niger, Mali, Burkina Faso gibt. Und trotzdem hat der Coup stattgefunden. Das heißt, das Bedrohungsszenario für die Bevölkerung war so hoch, einerseits, dass sie in den letzten Monaten und Wochen weiter protestiert haben. Einmal ging es um die Sicherheit, aber auch wieder ging es um die Lebensbedingungen der Menschen bei diesem Coup jetzt. Und die Militärs waren unzufrieden. Die Militärs waren unzufrieden nach wie vor mit ihrer Bezahlung und mit der sehr prekären Situation im Norden. Die fühlen sich nicht gut ausgebildet, um gegen den Terrorismus im Norden anzukämpfen. Die Struktur, die Reform des Militärs, die lange angedacht war, die geht nur sehr schleppend voran. Und die Militärs fühlen sich selbst nicht gut unterstützt von der Regierung und unterstellen beispielsweise oder sind der Auffassung, dass die Regierung sich mehr für ihre eigene Sicherheit, also die des Militärs, einsetzen müssten. Das heißt, die Situation ist neu, weil man müsste ja meinen, mit der internationalen Präsenz ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Militär gegen die Regierung vorgeht, niedriger. Dass der Coup trotz der starken internationalen Präsenz von Friedens- und Trainingsmissionen stattfinden konnte, bedeutet in allererster Linie, dass die internationale Gemeinschaft ihre eigenen Ansätze und Strategien überdenken muss. Denn was sehr deutlich wird, ist, auch wenn die internationale Gemeinschaft sich immer um Lösungen bemüht hat, sie ist vor Ort und ist damit Teil des Systems und damit auch Teil des Problems. Das heißt, eine Lösung wird es nur geben, wenn sich malische Akteure und die internationale Gemeinschaft und Organisation an einen Tisch setzen und die eigenen Ansätze offen beleuchten. In der Berichterstattung wurde viel über einen der Oppositionsführer berichtet. Das ist der Imam einer der größten Moscheen in Bamako, Mahmoud Diko, der in den letzten Jahren im Grunde eine extraparlamentarische Oppositionsrolle übernommen hat, also außerhalb des Parlaments Politik mitgemacht hat. Gleichzeitig hat demokratische Prozesse und Verfahren respektiert, ist auch spricht sich für Demokratie aus, gleichzeitig ist er gegen bestimmte Politiken und ist ein de facto Veto-Spieler geworden in Mali. Und das war nur möglich, weil religiöse Akteure und andere gesellschaftliche Gruppen es nicht schaffen, über die formalen Institutionen, wie beispielsweise politische Parteien, in die Politik formal reinzuwirken, beispielsweise über eine politische Partei ins Parlament. Das heißt,
Es braucht eine wirklich fundamentale Reform der demokratischen Institutionen, die es schaffen, diese Akteure auch formal einzubinden, sodass in Zukunft nicht außerhalb der gewohnten Institutionen und Verfahren Vetospieler entstehen können und Konstellationen entstehen können, die dann so formale Prozesse unterminieren und wie jetzt geschehen, auch einen Präsidenten auf der Straße abwählen im Grunde. Eine der großen Fragen, die sich Malier selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft jetzt stellen, ist, wie organisiert man den Übergang und wann sollen Wahlen stattfinden? Und da gibt es Stimmen, die sagen, nicht zu schnell Wahlen, weil dann ist das übereilt und führt wieder zu einer unsicheren Situation. Aber die Wahlen werden eingefordert werden von der malischen Gesellschaft selbst, weil sie eine neue Führung, eine neue Regierung wollen. Das heißt, die internationale Gemeinschaft wird sich hier nicht gegen die malische Bevölkerung stellen können, einerseits. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Reformen von politischen Institutionen, die notwendig sind, so lange dauern werden, dass man die auch nicht hinauszögern kann bis zu einer Wahl, die zu einem unbestimmten Datum stattfindet. Insofern sollten die Wahlen mit Augenmaß nicht gleich übermorgen, aber in absehbarer Zeit geplant werden.